Hallo zusammen, willkommen bei meinem neuesten Video. Mein Name ist Jörg. Heute geht es mal darum, das Anytime Fitness Armband zu testen gegen die Apple Watch 4. Und zwar hatte mich ein User bei dem letzten Video zur Apple Watch 4 gefragt, ob ich auch mal ein günstigeres Armband testen könnte. Und diese Challenge nehmen wir natürlich gerne an. Das Anytime Fitness Armband kostet so um die 30 Euro. Ich habe es für 34 Euro gekauft. Und was das kann und vor allen Dingen im Vergleich zur Apple Watch, das zeige ich euch jetzt hier in dem Video. Lasst euch also überraschen. Mit dabei als Gast mein Hund. Ne? Wir gehen immer gerne spazieren. Also von daher, los geht's! Bevor wir starten, möchte ich euch natürlich erstmal die beiden Fitnessuhren im Vergleich zeigen. Hier könnt ihr gut sehen, dass die Größe in etwa gleich ist. Allerdings ist natürlich das Display von der Apple Watch viel größer. Beide Uhren verfügen über einen Pulssensor. Mir ist aufgefallen, dass die Angaben natürlich differieren. Wie ihr hier sehen könnt im Vergleichstest, zeigt die Apple Watch ein wesentlich ruhigeres Bild dar und das Fitnessarmband, das springt so ein bisschen hin und her und zeigt auch Spitzen an, die ich jetzt, sage ich mal, erstmal ein bisschen fragwürdig halte. Aber das ist sicherlich dem Pulsmesser geschuldet, denn wenn ihr hier mal schaut, die Apple Watch hat natürlich einen viel größeren und sehr präzisen Messer, der jetzt auch schon über Jahre getestet wurde. Und ich denke, damit sollte man im Prinzip oder diesem sollte man eher vertrauen als jetzt von dem einfachen Armband. Aufgefallen als sehr positiv ist mir hier die Lademöglichkeit. Man muss im Grunde genommen nur das Armband auf der einen Seite lösen und kann dann hier ganz bequem das Fitnessarmband in eine Ladestation oder in einen Ladestecker stecken, um dann auch ganz normal das zu laden. So, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt geht's los. Wir können bei beiden Uhren die Fitness-Eigenschaft aufrufen und das Training dann starten. Hier schön angezeigt mit der Apple Watch, da wähle ich jetzt also schnelles Gehen aus. Das gleiche mache ich jetzt hier auch bei dem Fitnessarmband. Ist auch ohne Probleme möglich, so kann man ganz einfach sein Trainingsprogramm starten, wird hier auch runtergezählt, also sehr vorbildlich. Ab ins Gelände! Ja, nach circa einem halben Kilometer dachte ich, mache ich mal einen kleinen Zwischenstand. Und wie ihr sehen könnt, sind die Werte hier leicht differierend. Aber für meine Verhältnisse fand ich jetzt überraschend nah beieinander. Die Apple Watch verfügt ja über einen eigenen GPS-Sensor. Das Fitnessarmband muss sich allerdings auf die Bewegung verlassen. Und dafür fand ich die Werte doch jetzt schön beieinander. Also doch nicht schlecht. Die Trainingseinheit muss man dann am Ende auf beiden Uhren auch stoppen und kann sich dann hier eine schöne Zusammenfassung anzeigen lassen. Das Ganze ist sehr komfortabel auf der Apple Watch zu sehen, muss man allerdings auch ein bisschen hin und her scrollen. Weniger schwieriger zu sehen, deswegen verzeiht ihr auch bitte die unscharfen Aufnahmen auf dem Fitnessarmband. Aber alles im Allen trotzdem komfortabel. Ja, beide haben ja auch eine eigene App,
die dazu dient, dann die Auswertung nochmal detaillierter zu sehen. Ich habe mir dann in beiden Apps mal angeguckt, welche Daten denn da so eingespielt werden. Also in der Apple-eigenen Auswertungs-App, also in dieser Hardwatch, da werden letztendlich nur die Daten von der Apple Watch auch eingespielt. Hier bei der Sportuhr auch tatsächlich auch nur die Daten von der Sportuhr. Als Quelle wird hier allerdings auch die App von der Sportuhr angegeben. Das heißt also, in der Gesamtauswertung werden hier die Daten wohl doch mitverwertet. Ja, in der Fitness-Armband-eigenen App, da haben wir auch eine schöne Übersicht. Und hier kann man dann auch über weitere Einstellungen sich die Nachrichten einstellen lassen. Hier möchte ich ein bisschen mehr ins Detail gehen, denn mir ist aufgefallen, obwohl ich jetzt hier die Nachrichten dafür freigegeben habe, also alle Mitteilungen in der Mitteilungszentrale, wurden die nicht sofort hier auf der Uhr angeschaltet, beziehungsweise ließen sich nicht anschalten. Ich bekam da eine komische chinesische Rückmeldung, mit der ich nichts anfangen konnte. Also habe ich dann mal ein bisschen rumversucht, musste feststellen, dass ich die Anrufsignale freischalten konnte, dort dann die entsprechende Meldung bekam, dass sich die Uhr nochmal separat gekoppelt hat. Und nachdem ich die aktiviert hatte, danach kam, konnte ich auch die Nachrichten aktivieren. Also wie ihr seht, noch nicht so 100% ausgereift. Es kann natürlich auch daran liegen, dass die Einschränkungen bei der Apple selber ja auch immer sehr hoch sind und die Hürden und für die Programmierer nicht so einfach. Aber da sollte man dran arbeiten, damit das einfacher funktioniert, denn schließlich soll uns das ja das ganze Leben erleichtern und nicht jetzt hier komplizierter machen. Ja, ich würde sagen, ein super Test. Ich habe das einmal jetzt mal das ganze Wochenende getestet und muss also feststellen, dass das wirklich super funktioniert. Also mehr Funktionen, als ich erwartet hatte. Ich habe mir ja auch die Mitteilung auf dieses Armband mal schalten lassen. Also hier wird durch eine Vibration und durch Anzeigen quasi der ersten Abschnitte von der Nachricht dann jeweils die Nachricht auch gut angezeigt. Das heißt, man kann dann im Prinzip sehen, ist das jetzt eine wichtige Nachricht oder nicht. Das war ja seinerzeit auch der Grund, warum ich überhaupt eine Apple Watch geholt habe, weil ich in verschiedenen Situationen ja nicht mal eben auf das Handy gucken kann. Manchmal ist es ja auch unhöflich oder ich fahre mit dem Auto. Und diese Funktionen sind natürlich ja auch erfüllt. Ich wollte da wissen, ob es, wenn jetzt in eine Nachricht reinkommt, ob die wichtig ist oder nicht. Und das ist natürlich top. Was mir aufgefallen ist natürlich hier jetzt das wesentlich schlechtere Display. Das hat aber auch den Vorteil, dass der Akku unheimlich lange hält. Wo ich die Apple Watch so alle 2 Tage spätestens laden muss bei mittlerer Aktivität, ist das halt bei diesem Armband gar nicht der Fall. Also ich habe es jetzt am Donnerstag oder so geladen und heute ist Sonntag und es hat immer noch 58% seines Akkubetriebes, also seines Akkustands. Und das ist natürlich schon enorm. Das ist natürlich ein erheblicher Vorteil, wenn man überlegt, dass die Apple Watch halt, wie gesagt, so schnell leer geht. Dafür hat sie natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten und ein größeres LCD, was natürlich stromfressend ist, ganz klar. Also wie ihr seht, wir haben Vor- und Nachteile. Für alle, die gerne mal mit einem Fitnessarmband einsteigen wollen, kann ich es hier echt nur empfehlen. Die App ist komfortabel, einfach zu bedienen. Die wichtigsten Informationen sind da. Und zusätzlich zu den schnell gehen Fitness, was ich jetzt hier eingestellt habe, gibt es auch noch Radfahren oder Schwimmen oder ähnliches. Dieses Fitnessarmband ist IP64 tauglich, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt also wasserfest oder wasserdicht, ja, müsste man mal testen. Und also von daher klar Daumen hoch für dieses Armband. Ich werde das also auch mit entsprechender Bewertung bei Amazon dann würdigen. Also Preis-Leistung kann ich nur wiederholen, stimmt hier wirklich absolut. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann seid bitte so lieb, kostet euch ja nichts und uns hilft das weiter. Ja, dann würde ich sagen, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.